In diesem Video geht es darum, welche Dinge wir ziemlich cool in unserem Van finden. Und vielleicht ist auch das ein oder andere dabei, was als Inspiration für den eigenen Ausbau dienen kann. Jo, los geht's mit dem ersten Punkt. Und zwar betrifft der erste Punkt das halbe Auto. Das ist unsere Bett- und Sitzgruppe. Da haben wir uns ziemlich viele Gedanken zu gemacht, wie wir das Ganze denn eigentlich designen, sind jetzt aber mega zufrieden. Wir saßen hier schon mit 8 Leuten drinnen und haben hier halt einfach mega viel Platz. Wir haben hier ein Bett, das ausgeklappt 2 Meter mal 1,70 ist und das ist in 5 Minuten eben einfach umgebaut. Wir haben unsere Kissen unter der Bank verstaut, die Bettdecken dann hier mit so einer Tagesdecke, damit da auch kein Staub drauf kommt. Den Tisch können wir hier runterlassen und ja, sind mega happy mit der Konstruktion. Manchmal nutzen wir ja hier das zum Essen und zum Arbeiten. Einer kann dann aber trotzdem hier im Bett liegen, ein Mittagsschläfchen halten. Auf der anderen Seite ist es auch so, wenn wir das Bett mal ja nicht machen den ganzen Tag, weil wir entweder den ganzen Tag draußen sind oder weil es regnet und wir den ganzen Tag im Bett sind, machen wir das Bett trotzdem schön und nutzen es dann quasi sozusagen als Sofa. Genau, einfach um so ein anderes Feeling auch im Raum zu haben. Sind mega zufrieden. Ich wüsste gar nicht, was ich hier dran verbessern würde. Ich glaube, das ist so eine Ecke, schon eine ziemlich große Ecke im Van, mit der wir rundum total happy sind. Ja, was ich hier noch ziemlich cool finde, ist, dass wir eine richtig große Arbeitsfläche haben. Also hier können wir schnibbeln, kochen. Also wir haben halt so Campinggaskocher, die holen wir dann hier raus. Aber wir haben noch hier super viel Platz. Oder man könnte auch dieses Brettchen sogar noch hier ans Waschbecken drauf machen. Dann haben wir hier sogar auch noch Schneidefläche. Dann finde ich auch cool, dass wir so ein schönes großes Waschbecken haben. Also kein kleines Campingwaschbecken, sondern wirklich so ein Küchenwaschbecken. Finde ich, sieht auch ziemlich schön aus. Und dann finde ich noch ziemlich cool darüber, also danach haben wir nämlich super lange gesucht, wenn wir abspülen. Hoppe-Effekt. Hier so eine Plastikschale, die wir dann hier so hinmachen. Dann sammelt sich auch das Wasser, also das heißt, wir spülen ab und dann können wir die Teller und die nassen Gläser hier abtropfen lassen. Vorher hatten wir nämlich so eine Stoffmatte, die jetzt ja mit Wasser voll gesorgt, aber die war dann immer lange pitschennass, bis sie dann getrocknet ist und keine Ahnung, vielleicht haben wir uns da auch blöd angestellt, was Cooles zu suchen. Aber das finde ich schon ziemlich praktisch. Ist auch so klein, das kann man halt überall so reinstecken. Und nimmt auch nicht viel Stauraum weg. Ja, Punkt Nummer 3, den wir ziemlich cool finden, und das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ist unser Stromsystem. Wir haben eine 150 Ampere Lithium-Batterie von Active und sind damit mega happy. Das habe ich, glaube ich, in dem letzten Video auch schon erwähnt. Bei unseren 10 Ausbau-Fails. Wir hatten früher eine AGM-Batterie und die war absolut, ja, die war einfach günstig, aber die hat absolut nicht ausgereicht. Und mittlerweile haben wir diese Lithium-Batterie und sind ja nie unter 80%, was die Batteriekapazität angeht. Und haben Strom für alles, was wir so brauchen. Alle Sachen, mit denen wir auch zufrieden sind, die verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung, falls ihr daran Interesse habt. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Punkt 4. Was ich auch ziemlich cool finde, sind unsere Gardinenstangen. Wir haben echt lange, lange gesucht und überlegt, wie wir Gardinenstangen eigentlich aufhängen. Und da gab es irgendwie auch super wenig Informationen. Und dann haben wir uns das, glaube ich, sogar ausgedacht. Also da haben wir gar nichts drüber gelesen, sondern haben dann einfach mit unserer Fantasie uns was ganz Cooles hier ausgedacht. Und zwar haben wir einfach so ein Rundholz genommen und haben das dann hier mit Schrauben befestigt. Haben dann hier so ein bisschen eine kleine Spalte gelassen, dass wir dann halt die Gardinen natürlich hier hin und her ziehen können. Und die Gardinen haben wir dann halt einfach so genäht, dass wir dann halt hier so eine Schlaufe genäht haben, dass wir die dann halt passend dann hier einführen können. Und dann haben wir jetzt 2 Gardinen, weil es cool, wenn man die dann auseinanderschiebt, dann sieht das irgendwie auch ganz hübsch aus. Aber damit man trotzdem nicht reingucken kann, haben wir dann hier noch so Druckknöpfe dran gemacht, dass man die Gardinen dann auch schließen kann. Ja, die nächste Sache, die wir ziemlich cool finden und nach der wir auch irgendwie sehr häufig gefragt werden, ist unsere Outdoor-Dusche. Die wird per USB geladen, hält bei uns ja so um die 2 Monate. Und das ist eine ganz normale Tauchpumpe mit einem Duschschlauch am Ende. Funktioniert super, hat einen Modus und einen Power-Modus, wenn man mal ein bisschen mehr Wasser braucht. Und die stecken wir dann hier in unseren Weithalskanister. Da ist jetzt kein Wasser drin, weil wir aktuell bei meinen Eltern duschen.
dann funktioniert das ganz einfach so, dass wir hier einfach duschen können. Stellt euch vor, ich dusche gerade. Wir haben auch noch so eine Halterung, die haben wir aber gerade verloren. Ich werde sie euch aber trotzdem mal unten verlinken, werde ich auch nochmal nachbestellen. Das ist mit einem Saugnapf und dann kann man sich die Halterung hier dran machen und ganz normal in der Natur duschen. Und hier gibt es auch noch so ein Drehrad, an dem man das einstellen kann, ob das Wasser jetzt weiterlaufen soll oder nicht. Ziemlich praktisch. Und der nächste Teil ist gleich hier vorne. Oh, falsche Richtung. Und zwar ein Gimbal, warte, stopp. Oh, nee, hier. Und so. Okay, du bist drauf. Ja. Unsere Outdoor-Campingstühle von IKEA. 5 Euro das Stück. Können wir empfehlen. Und waren die 5 Euro? Ich glaube, die waren 15 Euro. Ah ja, okay. Ja, für 5 Euro könnt ihr die haben. Ja, und den finden wir auch ziemlich cool. Hier saßen wir schon richtig lange und auch oft drauf. Der hat jetzt hier so ein bisschen gelitten. Der wird neu abgeschliffen. Das ist ein Campingtisch von Fritz Berger aus robustem Bambus. Und damit sind wir mega zufrieden. Lässt sich schnell abbauen, ist super leicht zu transportieren. Genauso wie die Stühle. Ja, dann würde ich sagen, macht die Melli jetzt mal weiter mit den nächsten Sachen, die wir toll finden. Ja, was mir persönlich auch in unserem Van sehr gut gefällt, ist, dass wir super viel Freiraum haben. Also, dass wir nicht so viele Hängeschränke haben, sondern dass wir ziemlich viel Luft haben. Deswegen, wenn auch andere immer in unseren Van kommen, sagen sie auch mal, wow, das ist so groß hier drinne. Der ist doch länger als 6 Meter. Aber es wirkt einfach nur größer, weil einfach nicht so viele Schränke halt hängen und weil halt ziemlich viel offener Raum ist. Dann natürlich helle Farben vergrößern auch immer und wir sind jetzt ziemlich happy auch über unsere Farben, die wir gewählt haben. Das Blau finden wir richtig schön mit dem Beige und mit dem Braun. Dann mögen wir unsere Wand hier, unsere Dekowand auch sehr gerne. Hat irgendwie so ein gemütliches, so ein Wohnungsfeeling. Und natürlich die vielen Fenstern geben natürlich auch nochmal Größe und Helligkeit rein. Und gerade bei grauen Tagen ist es echt super, super schön, wenn einfach viel Licht in den Van halt kommt. Also falls ihr nicht so viele Fenster habt, überlegt euch, ob ihr nicht ein Fenster mehr euch noch einbaut. Und natürlich sind auch Pflanzen sehr gemütlich im Van. Und da können wir euch die Efeu-Tuten empfehlen. Die sind nämlich sehr resistent und die haben wir jetzt echt lange hier im Van. Die haben sogar 2 Wochen Werkstatt Dunkelheit überlebt und ja, die sind auf jeden Fall sehr schön pflegeleicht und geben halt einfach nochmal natürlich eine ganz große Gemütlichkeit im Van. Und da wir ja nicht, wenn wir losfahren, alle Pflanzen irgendwie ins Waschbecken oder sowas stellen wollen, haben wir uns überlegt, wie wir die halt fahrsicher machen und da wollten wir euch mal unsere Idee zeigen, falls ihr auch das irgendwie so bauen möchtet. Wir haben einfach hier so ein Brett genommen, ein Loch reingesägt. Und haben das dann halt so passend mit dem Topf gemacht, dass die dann einfach hier drinne, also die man hier so reinstecken kann. Und dann sind die super fest und da passiert während der Fahrt nichts. Ach, was wir auch noch richtig, richtig cool finden, sind unsere Kräuterkästen hier. Also wir haben da jetzt nicht die Erde direkt in die Spalten von den Fenstern gemacht, sondern wir haben so einen kleinen Kasten gebaut und mit so Folie ausgekleidet. Und haben wir ganz normale Erde, also Pflanzenerde. Und dann haben wir hier einfach noch so ein paar Kräuter wie Salbei. Auf der anderen Seite haben wir Basilikum, Thymian. Ja, das wollen wir auch noch ein bisschen mehr einbauen, aber ist auch eine ganz coole Idee. Und die Kräuter halten auch super hier. Ja, als nächstes finden wir unsere Trockentrenntoilette eine ziemlich coole Sache hier im Van, weil wir so morgens nicht irgendwo raus ins Gebüsch müssen oder halt auch, wenn wir in der Stadt unterwegs sind, irgendwie immer eine Toilette anlaufbar haben. Finde ich persönlich halt auch sehr wichtig und es macht das Ganze hier einfach nochmal wohnlicher. Und zwar, wie unsere Trockentrenntoilette funktioniert, darüber haben wir beim Van-Ausbau ein eigenes Video gemacht, das verlinke ich euch mal oben. Für alle, die das schon wissen oder die sich jetzt nicht für so ein Video interessieren, sich das anzugucken, erkläre ich das mal ganz kurz. Und zwar gibt es 2 Bereiche. Hinten kommt die feste Verdauung rein und vorne die flüssige. Das wird voneinander getrennt und stinkt dann eigentlich auch nicht so dolle. Außer, es ist super heiß, aber da haben wir in unserem letzten Video darüber gesprochen. Dass ein Lüfter ganz cool wäre. Genau, da wäre ein Lüfter ganz gut.
Andernfalls finde ich das auch sehr schön, wie wir das hier gemacht haben. Wir haben hier halt einfach einen Vorhang und keine feste Tür. Haben wir einfach aus dem Grund gemacht, weil ja, wir unten ein bisschen mehr Platz für unsere Füße haben. Und ja, damit sind wir auf jeden Fall sehr zufrieden. Und besser als eine Chemietoilette. 100-mal besser als eine Chemietoilette. Wer uns schon länger folgt, weiß, dass wir Kaffee sehr wichtig in unserem Alltag finden. Und darüber, also wir sind auch über unsere Kaffeeschublade sehr glücklich, dass da so viel Platz ist, dass wir all unser Kaffee-Equipment in eine Schublade bekommen. Und da ist ziemlich viel dabei. Ja, aber dafür muss Platz sein im Bett. Und was bei uns natürlich auch nicht fehlen darf, wir kochen auch super gerne, aber wir backen auch gerne und es gibt einen Campingofen, einen Gasofen, also das wird dann einfach auf dem Gas gestellt und das nennt sich Omnia und hier, oh, da sind sogar ein paar Brotkrümel drin. genau, hier kann man Kuchen backen, Brot backen, man stellt einfach diesen Topf hier dann aufs Gasherd und dann kann man richtig coole Sachen backen oder Ofenkartoffeln, alles was im Ofen sonst auch funktioniert. Ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen und die eine oder andere Inspiration ist für euch mit dabei. Es wäre auch ja, ziemlich cool für uns mal zu hören, was ihr an eurem Van-Ausbau toll findet oder welche Sachen für euch unverzichtbar sind. Das schreibt uns doch bitte gerne in die Kommentare. Vielleicht finden wir auch nochmal eine neue Inspiration. Man ist nämlich nie fertig mit dem Van-Ausbau. Wie wir euch in dem Video vor 2 Wochen erzählt haben, haben wir auch noch so ein paar Kleinigkeiten, die wir ausbessern wollen. Das kommt auch noch in den nächsten Wochen und darüber drehen wir auch nochmal ein Video. Und ja, für alle, die diesem Kanal schon ein bisschen länger folgen und sich fragen, wann geht es denn hier wieder weiter mit Reisevideos. Wir planen, bis Mitte Juli in Deutschland zu bleiben und ab Mitte Juli geht es dann auch wieder weiter mit ja, Reisevideos. Seid gespannt, wo es hingeht? Wir wissen es selbst noch nicht so gut. Genau. Jo, dann bleibt gesund und abonniert unseren Kanal. Wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder. Tschö. Okay, tschö. Oder tschö mit Ö. Oder Bundesgartenschau. Tschüssikowski! Ciao mit V. Tschübidü. Tschübidü. Andale, vorbei!